Ja, herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz zur Regionalliga-Partie zwischen dem BFC Dynamo und dem FC Viktoria 1889. Endstand 1:1 vor 508 Zuschauern. Unserem Gästetrainer Herrn Goßler zuerst die Möglichkeit, sein Fazit zu ziehen. Ja. Also wenn wir darüber nachdenken, wenn mich einer gefragt hätte am ersten Sitzen dieses Jahres, zu Beginn der Saison, ob wir zufrieden wären mit 1:1 bei Dynamo, gesagt, na klar. Gute drei Monate später, mit den Entscheidungen, die wir auch innerhalb des Vereins treffen, sind wir natürlich nicht zufrieden. Es kann nicht sein, dass wir in einer Überzahlsituation bei einer Standardsituation ausgekundet auf Gegners Platz 1:0 hinterherlaufen gegen eine Mannschaft, die eigentlich nur darauf gewartet hat, irgendwie in Vorteil zu geraten, dann rennst du hinterher. Und das war jetzt auch keine neue Erkenntnis bei uns, dass wir in unserem Spielerpersonal noch nicht so weit sind, in Mannschaften, die hinten das Tor verbarrikadieren, wobei gute Konter gespielt worden sind, und das will ich gar nicht abwerten, nicht in der Lage sind, mal möglichst früh in 1:1 zu machen oder 1:0 zu gehen. Das ist das, was mich wirklich beschäftigt. Ja, das ärgert mich und enttäuscht mich auch, ja, dass wir in der Lage sind im Training, wenn es das Trikot nicht anhaben, dann mit einer gewissen Klasse dann auch spielen, aber nicht in der Lage sind, wenn es darum geht, ja, sich mal durchzusetzen, dann so ein Spiel am Ende zu entscheiden. Sicherlich haben wir das Eigentor genutzt, aber das haben wir dann auch irgendwo erzwungen, das haben wir auch nicht vergessen. Klar müssen wir den einen oder anderen Konter mal versuchen zu ertragen, und da war jetzt eine Chance um 2:0, wenn wir das Ding kriegen, sind wir auch tot, das wissen wir. Aber wir müssen einfach vorher in der Lage sein, das Spiel länger in der Spielentwicklung zu 0 zu halten. Dann glaube ich, hätten wir uns durchgedrückt, das haben wir nicht hingekriegt. Aber ich muss wahrscheinlich akzeptieren, und wir alle in der Verantwortung, dass eben so eine Entwicklung noch ein bisschen sich hinzieht. Ja, es geht auch gar nicht um Meisterschaft dieses Jahr. Ich glaube, wer weiß ja, wer oben steht. Es geht darum, dass wir auf den Weg kommen müssen, diese Dinge einfach genau zu analysieren, genau zu gucken, wer kann uns bei einem weiteren Weg begleiten. Deshalb ist es enttäuschend, ja, dass wir es nicht geschafft haben, hier was mitzunehmen, beziehungsweise einen Sieg einzufahren. Weil wir es dann auch dann Dynamo zu leicht gemacht haben. Aber geht weiter, wir haben dann das Schöne, ja, wir haben jetzt ein bisschen Luft, dann haben wir einen Pokal und dann kommt der Erfurt, das ist ein schönes Spiel auf dem Freitagabend. Von daher gucken wir mal, dass wir da aus dem Spiel raus in der Lage sind, ein Tor zu machen. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Goßler. So, die Sicht der Dinge des Gästetrainers haben wir gesehen, beziehungsweise gehört. René, dein Fazit? Ja, auch hallo von mir erstmal. Zunächst erstmal vornherein Kompliment an die Fans, wie sie das Spiel beworben haben mit Viktoria. Das war schon witzig, sehr kreativ. Ich hätte mir gewünscht, dass wir auch so kreativ sein können auf dem Platz, aber dazu fehlen uns im Moment ein paar Dinge. Insgesamt denke ich, haben wir, ja, wir spielen vernünftig Fußball, machen das 1:0, haben dann nach einem Einwurf die Chance, das 2:0 zu machen. War nicht gut. Dann ja, wurde der Gegner, hat mehr Druck gemacht. Wir haben dann uns zur Halbzeit vorgenommen, wir müssen besser gegen den Ball arbeiten, gerade gegen die Spieleröffnung des Gegners, um das dort schon zu unterbinden. Wir wissen natürlich, dass das eine starke, klasse Mannschaft ist und bei uns halt ein paar Leute fehlen. Und deswegen ja, haben wir dann gedacht, okay, wir kriegen noch diesen Konter, die müssen wir dann besser ausspielen. Haben wir dann auch die Chance, müssen dann quasi leer stehen vor dem Tor, das 2:0 machen. Dann ist das Spiel zu Ende. So denke ich, ja, vor dem Gegentor, denke ich, war das noch ein Foul an Schulz gewesen, sodass wir dann in die Situation kommen, dass wir uns das Ding dann selber reinmurmeln, spielen wir 1:1. Wie gesagt, dafür, dass wir einen Tag weniger Regeneration hatten und dafür, dass wir eine lange Fahrt hatten unter der Woche, bin ich mit der Einstellung und dem Zweikampfverhalten und der Laufleistung der Mannschaft sehr zufrieden. Mit dem Ergebnis unterm Strich, wie gesagt, man spielt zu Hause, man hat dann die Möglichkeit, da will man halt auch immer gewinnen. Das ist so ein bisschen der Wermutstropfen, wir hätten auch gerne gewonnen. Aber wie gesagt, auf die Laufleistung, auf die Spielweise, auf die Leidenschaft, da kann man aufbauen. Und deswegen bin ich guter Dinge, dass das sich weiter alles steigern wird. Ansonsten haben wir auch jetzt nächste Woche Pokal und dann geht's weiter. Vielen Dank. Dankeschön, René. Gibt es seitens der Pressevertreter Fragen an die Trainer? Ich sehe es nicht der Fall. Dann machen wir es kurz und knackig. Also schönen Heimweg, angenehmen Rest Samstag noch. Und wir sehen uns dann wieder am kommenden Samstag auf dem Herzbergplatz, zweite Runde AOK Landespokal beim NSC Marathon. Macht's gut. Dankeschön.